Naja, sind noch ein paar Ecken. Geh mal da hinten rum. Tum, 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 tum. So weit gefällt mir die Stadt aber auf jeden Fall schon mal wesentlich besser als Sorpigala Meer. Also allein schon wie die ganzen verwinkelten Ecken. Das Hart-Anwesen. Es tut mir leid, aber der Herr ist heute nicht anwesend. Kommt bitte morgen noch einmal. Vorzugsweise am Nachmittag. Ach, der Herr schläft etwas länger. Testen wir mal. Schlafen. I feel stronger. Oh. Treffen mit Lord Hart. Mein Herr ruht. Ich muss nachsehen, ob er euch empfangen kann. Nehmt bitte Platz. Er kommt kurz darauf wieder zurück. My Lord Hart ist jetzt bereit, euch zu empfangen. Folgt mir bitte. Oh. Du siehst aus wie der Gigolo, nur in Blau. Wie kann ich euch helfen? Ja, wir haben eigentlich gar nichts. Wir wollten nur gucken, wer du bist. Erzähl uns was aus deiner Vergangenheit. Ich bin als Weise im Hirschherzogtum aufgewachsen, in der Zeit des Krieges der bitteren Asche. Als der junge Herzog Kiran nach Jahren der Gefangenherrschaft an den Hof zurückkehrte, wurde ich zu seinem Knappen ernannt. Er war sehr freundlich, aber grüblerisch, da ihn die Jahre in den Kerkern der Elfen verändert haben. Und eines Tages verschwand er wieder. Seine Schwester Kate verpflichtet mich, ihn zu suchen. Ich habe nie etwas gefunden. Keine Spuren, keine Hinweise, nichts. Es war, als habe er sich einfach in Luft aufgelöst. Da ich dieses Rätsel nicht lösen konnte, machte ich mich... Was? Dass ich dieses Rätsel nicht lösen konnte, macht mir nach wie vor zu schaffen. Hm. Okay. Tschüss. Wo sind wir? Da sind wir. Blauer Gigolo. Klick. Shall we visit some shops while we're here? Wer von euch beiden war das? Eine der Damen hat gerade vorgeschlagen, wir sollen shoppen gehen. Au. Wer bist denn du? Ein Kreuzritter Elras. Ich bin beglückt, euch kennenzulernen, Gerugon. Oh, sehr schön. Der guckt, wer in unserer Party ist und reagiert dementsprechend. Auch wenn ich Vorbehalte gegen eure Reisegefährten habe. Was ist, wenn wir nur eine Gruppe aus Kreuzrittern hätten? Vielleicht könnt ihr mir helfen, eine finstere Verschwörung aufzudecken. Auftrag. Hart hat seine Gründe. Oh. Wir waren... Okay. Vor 2 Jahren ist Lord Hart, einer der größten Ritter des Imperiums, nach Seehafen gezogen. Ich hege schon lange den Verdacht, dass Hart etwas verbirgt. Etwas in seinem Verhalten war schon immer verdächtig. Wie zum Beispiel seine regelmäßigen Reisen in die Wälder von Schwarzast. Lord Hart verbirgt ein finsteres Geheimnis, dessen bin ich mir sicher. Aber er weiß, dass ich ihm im Nacken sitze. Er verwischt seine Spuren. Euch kennt er jedoch nicht, also könnt ihr ihn ausspionieren. Versucht herauszufinden, was er verbirgt. Weiß ich. Habt ihr herausgefunden, was Hart im Schilde führt? Verratet mir sein Geheimnis. Nein. Also müssen wir jetzt wieder hin, wieder den jungen Lord wecken und ihn nochmal seine Geschichte erzählen lassen. Da wäre ich ja kein bisschen angepisst, wenn das jemand bei mir machen würde. Aber gut. Hallo, wir würden gerne mit dem Lord sprechen. Ja. Ja, ja, ja. Tschüss. Es gab kein Update. Ist das überhaupt eine richtige Quest? Muss ich da mal gucken. Nee. Kriegen wir nichts. Oh, es sammelt sich doch langsam ein bisschen was. Bringt Owens Asche, Hellenschmiede, spioniert Lord Hart aus. Der Inquisitor Hain glaubt, dass Lord Hart ein finsteres Geheimnis verbirgt. Er hat den Schatzjäger den Auftrag erteilt, dieses Geheimnis zu ergründen. Ja.
Wie? Also, zwei Möglichkeiten. Entweder das Ding ist verbuggt, weil wir zuerst mit Lord Hart gesprochen haben und dann mit dem Inquisitor. Möglichkeit B, wir werden irgendwo in der Wildnis, wahrscheinlich in diesem Wald, Lord Hart noch... Irks, Pferdäpfel. Lord Hart nochmal wiederfinden. Und dann stellen wir ihn irgendwie zur Rede und hauen ihn tot und dann gehen wir zum Inquisitor. Hier waren wir schon. Da hinten bei der Burg geht's wahrscheinlich noch weiter. Und wieder Pferdäpfel. So. Große Burg, in die wir bestimmt nicht reinkommen, ha? Huh? Oh, fast. Pulsierende weiße Möglichkeit. Da ist nix. Windschwerter-Garnison. Oh, wir kommen doch rein. Aber es ist keine richtige Burg, sondern nur ein Zimmer, das genauso aussieht wie der Anfangsraum in Neusorpigal, wo Maximilian drin war. Klatsch. Nö. Wir wollen töten und plündern und zu Zeug. Das heißt, jetzt sind wir fertig mit der Stadt. Inqui. So, da war ein Ausgang, den wir nicht... Was? Eingang verschollene Stadt. Was? Spoiler? Hallo? Ich will keine Spoiler. Da gab es auch schon einen Klatsch-Eintrag zu. Also einer der NPCs wollte uns was über eine verschollene Stadt erzählen. Warte mal, das sollten wir uns markieren für später. So. Damit ich es nicht vergesse. So, jetzt aber raus hier. Raus. Und die Oberwelt erstmal von Monstern befreien. Und danach gucken, was es so für neue Dungeons gibt. Weil Elementarschmiede braucht erstmal eine Weile, bis wir da die Luftelementare töten können. Ich denke, wir sollten eh erst wieder reingehen, wenn wir die nächste Scherbe gefunden haben. Von wo auch immer. Lass mich raus. Lala. Das ist ja verdächtig lange, selbst für unsere Verhältnisse. Aha, na gut. Na, wenigstens erzählen sie nächstes Mal von einer schönen Reise. Oh, Gegner. Gegner. Kommst du da an? Nö, okay. Dann lauft mal alle bitte genau vor unsere Nase, damit wir euch nach und nach töten können. Wie lange hältst du? 5 Runden lang. Na, kannst noch eine Runde warten. Ich denke mal, das sind nicht ganz normale Banditen, sonst wäre es ein bisschen Overkill, was ich jetzt mache. Aber na gut. Verteidigen. Steinhaut. Verteidigen. Himmlische Rüstung. So. Ihr seid Elite und ein Hauptmann. Ja, okay. Es war kein Overkill, was ich gemacht habe. Die sind alle ein bisschen härter. Also Gift. Britzel. Und du... Schubst mal den Hauptmann weg, damit er gleich wiederkommt. So. Wow, Crit. Sehr schön. Du... Witzel. Ja, das war sehr powerful. Das war Talana. Talana ist sehr powerful. Verteidigen. Töten. Zerschmettern. Töten. Was? Er hat uns gerade gehauen und irgend so ein Damage-Effekt. Also Rückprall-Effekt hat ihn umgehauen. Auch nicht schlecht. So. Wurzeln, Blitzen, Spalten, Feuern. Na komm. Na, wir haben eine Runde geschenkt bekommen. Komm her.
Feuerwurzeln, Blitz, Spalten. So. Das war's. Irgendwie haben wir immer noch Kampfmusik. Und die normale Musik gleichzeitig. Das ist nicht gut. Beruhig dich, Spiel. Oh, Panther. Erstmal gehe ich hier in die Ecke und schlaf. Musik. Musik, beruhig dich. Aus, aus. Ich will nicht zwei Musiktracks gleichzeitig hören. Ja, wir gehen jetzt Panther angreifen, nur damit die Musik aufhört, Musik zu sein. Genau, warten, 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 warten. Warten, 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 warten. Schild, warten, Stein, Schild. Hallo Schattenpanther. Du Feuerball, du Gift. Du Britzel. Heilige Rüstung haben wir schon, dann hau ihn ein. Das war gut, das war gut. Britzel. Hauen. Machen nochmal Giftsprühe. Stackt zwar nicht, aber macht auch so Schaden. Und weg. Ganz viele Stufenanstiege. Die Musik ist immer noch verbuggt. Das ist nicht gut. Ganz und gar nicht gut. Der Sound. Das ist auch nicht gut. Ich gehe mal zurück in die Stadt. Vielleicht macht das Ganze rückgängig. Ja. Oh, Greif ist weg. Also irgendwie startet der Kampftrack immer wieder neu. Ah, jetzt ist er weg. Okay, also ein, zwei kleine Bugs sind immer noch da. Aber das ist zu vernachlässigen, wenn man bedenkt, was in dem Akt 1 Release drin war und so. So ein kleiner Musikbug, der ist bestimmt schnell behoben. So, also wieder raus. Und wenn man der Hauptstraße folgt, da habe ich auch so einen Pantherschwanz in der Luft fliegen sehen. Den können wir noch gleich erwischen. Aber vorher erstmal Stufenanstiege. Wenn wir rauskommen. Komm. Genau. Genau, da hinten war irgendwo der Panther. Stufenanstiege. Wir hätten gern dich. So, und wir haben wieder... Weg mit dir. Weg mit dir. Ja, ich weiß. Ja. Das ist doof. Ja, weg mit dir. So. So, jetzt können wir uns eigentliche Werte angucken. Du brauchst... Na, eigentlich brauchst du nicht mehr Wahrnehmung. Du brauchst nur mehr Punkte in Schwert. Das ist das Problem. Deswegen erhöhe ich mir weiter Vitalität. Bisschen Macht. So, du. Wir haben gerade erst Vitalität erhöht. Deswegen bringen wir das mal auf 30 jeweils. Ja, ist okay. Glück. Ausweichwert steigert sich. Wahrscheinlichkeit für kritische Treffer auch. Kann es auch mal steigern. So, das um 2. 2 Punkte über. Ausweichwert steigern? Nö. Warum hast du 2 Punkte mehr? Das ist sehr komisch. Na gut, dann Geist und Magie.
Du hast viel mehr als alle anderen überhaupt. So kannst du ruhig ganz viel mehr Magie nehmen, machst immer mehr Schaden. Bestätigen. Fähigkeiten. Wir können Mystik wieder steigern. Na, schon mal sehr gut. Steigern sie um 5 Punkte pro Punkt. Ausdauer hast du schon, Max. Ausweichen sollten wir eventuell demnächst mal steigern. Keine Disziplin. Ein Punkt kann ich schaden. Mystik, Mystik. Bestätigen. Du. Magischer Foki wollten auf Experte bringen. Damit sie in zwei Hände tragen kann, genau. Arcane Disziplin hast du schon. Ausdauer kannst und solltest du steigern. Bestätigen. Du. Feuer, 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 Feuer. Da gibt's nichts. Viel zu reden. Was auch immer. Einfach nur Feuer, 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 Feuer. Bestätigen. So, du. Bei dir ist es immer ein Problem. Also wir können jetzt Expertenschilder benutzen. Das sollte auch mal anlegen, das Expertenschild. Du kannst Experte in Kriegsführung werden. Das war in Neusorpigal. Du solltest schwere Rüstung steigern, damit du weniger Abzüge bekommst bei den guten neuen Rüstungen. Du solltest Schwert steigern und Licht steigern. Unter keine Disziplin. Und ausweichen. Und Ausdauer. Ich glaube, ich nehme erstmal Licht, damit wir beim nächsten Stufenanstieg Licht auf Experte bekommen und er dann heilen kann. Und hoffentlich hält das Ding noch mehr Schaden ab. 63 Schaden momentan. Immer noch 63 Schaden. Ärgerlich. Aber na gut, gucken wir jetzt mal hier weiter.